Land und Boden sind die Lebensgrundlage aller Menschen. Doch die Ressource Land ist bedroht. Durch den Klimawandel, durch den Rückgang von Tier- und Pflanzenarten und durch ineffiziente Landwirtschaft. So wie wir derzeit unsere Landschaften verändern, verlieren wir Ökosystemfunktionen und zerstören damit unsere Lebensgrundlagen. Der Verlust von Böden zum Beispiel führt zu einem Rückgang von Bodenfruchtbarkeit. Wir müssen einen Spagat erreichen zwischen dem Erhalt der Ökosysteme und der Produktion von Nahrungsmitteln. Ralf Seppelt leitet eines der größten globalen Forschungsprojekte zum nachhaltigen Landmanagement am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Das Programm führt Forschungsergebnisse aus 12 unterschiedlichen Regionen der Welt zusammen. Eine der Kernfragen des Projektes ist, ob und wie genug Nahrungsmittel auf der Erde produziert werden können. Bis Mitte des Jahrhunderts werden aktuellen Prognosen zufolge 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten leben. Dieser Spagat zwischen nachhaltiger Landnutzung und der Ernährungssicherheit für die Menschheit kann gelingen. Bemisst man beispielsweise die Menge an produzierten Nahrungsmitteln in ihrem Nährwert, also in Kalorien, dann produzieren wir zurzeit doppelt so viel Nahrungsmittel, wie wir tatsächlich benötigen. Ein Dutzend Forscherteams suchten weltweit nach praktischen Lösungen für die größten Herausforderungen. Wie kann man Land nachhaltig nutzen? Wie lässt sich Biodiversität fördern? Und welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf lokale Systeme? Ein Beispiel ist die Kulunda-Steppe in Südwestsibirien. Die Region galt bis in die 1960er Jahre als die Kornkammer der Sowjetunion. Doch Dürre, ausgelaugte Böden und Winderosion ließen die Erträge auf der 420.000 Quadratkilometer weiten Fläche immer weiter schrumpfen. Deutsche und russische Wissenschaftler entwickelten in dem Kulunda-Projekt ein nachhaltiges Nutzungskonzept. 4 Jahre lang bewirtschafteten und evaluierten sie Versuchsfelder an 3 Orten der Steppe. Gerade durch geringe Nutzung des Bodens und spezifische Fruchtwechselfolgen erzielte das Team schon nach kurzer Bearbeitungsphase eine deutlich höhere Ernte bei gleichzeitiger Ressourcenschonung. Ein weiteres Beispiel: der Reisanbau in Ifugao auf den Philippinen. Die große braune Reiszikade verursacht auf den Reisfeldern der Philippinen und in Vietnam große Ernteverluste. Im Projekt Legato hat man festgestellt, dass gerade die Bekämpfung mit Insektiziden ein Irrweg ist. Denn sie richten kaum etwas gegen die Zikaden aus, vernichten aber deren natürliche Feinde, zum Beispiel Spinnen. Ein Reisanbau, der die natürlichen Feinde des Schädlings stärkt, ist wesentlich ertragreicher. Maßgeblich bei allen Projekten war die Einbindung von lokalen Entscheidungsträgern. Und auch das Problembewusstsein in der Bevölkerung sollten die Forscher stärken. Hier gelang es vorbildlich. Das vietnamesische Fernsehen sendet Erklärfilme und Sketche über die Schädlingsbekämpfung im Reisfeld. Um den Bauern weltweit konkrete Verbesserungsvorschläge zu machen, wurde ein Praxisbuch für nachhaltiges Landmanagement veröffentlicht. Die Inhalte sind auch über eine App verfügbar. Die Wissenschaftler in den 12 Projekten produzieren viele Daten, die im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig gesammelt und analysiert werden. Im Geoportal werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das Projekt hat in globaler Hinsicht viele Neuigkeiten zutage gefördert, aber auch manche Befürchtungen wissenschaftlich untermauert. Unsere Analysen ergaben, dass etliche wichtige Güter wie Mais, Reis, Weizen, Fisch, Fleisch oder auch Milch ihre höchsten Zuwachsraten bereits vor Jahrzehnten überschritten haben. Die übliche Reaktion dabei ist, mehr Flächen zu bewirtschaften. Doch weitere Flächen, und auch das zeigen unsere Projekte, stehen weltweit kaum noch zur Verfügung. Der Mensch muss keine zusätzlichen Areale für die Landwirtschaft in Anspruch nehmen. Denn die wachsende Weltbevölkerung ließe sich bis zum Jahr 2050 problemlos ernähren, wenn der Mensch seine Ernährungsgewohnheiten ändern würde. Neben der Tatsache, dass wir natürlich Ernteverluste vermeiden müssen und weniger wegschmeißen, können Erträge auch durch Mehrfachernten gesteigert werden, und zwar global um fast 40%. Zudem lassen sich Ertragseinbußen durch Ecological Engineering reduzieren. Wir verstehen darunter, Ökosysteme so zu gestalten und zu bewirtschaften, dass die Produktivität der Landwirtschaft stabil bleibt und die Nachhaltigkeit zunimmt.
7 Jahre lang dauerten die Forschungsarbeiten zum nachhaltigen Landmanagement rund um den Globus. Letztlich hat sich bei der Zusammenführung der Forschungsergebnisse aus allen Projekten gezeigt, dass es für den Schutz von Ökosystemfunktionen und den Erhalt der Biodiversität nicht ausreicht, ausschließlich den Verlust von naturnahen Flächen zu vermeiden oder Schutzgebiete auszuweisen. Nein, Biodiversität und Ökosysteme müssen vor allem in genutzten Landschaften erhalten werden. Es ist intelligenter und effektiver, wenn wir Leistungen der Ökosysteme besser nutzen. So können wir die Biodiversität erhalten und dem Klimawandel begegnen, statt auf technische Lösungen wie zum Beispiel teure Pestizide oder energieintensiven Kunstdünger zu setzen.